Der Arbeitslohn ist die Summe Geldes, die der Kapitalist für eine bestimmte Arbeitszeit oder für eine bestimmte Arbeitslieferung zahlt. Das ist ein Zitat von Marx und es ist in meinen Augen veraltet. Heute funktioniert die Wirtschaft anders. So einen Satz würde man in Artikeln, Kommentaren und so weiter nicht mehr finden. Das ist eine Art der Ökonomie, bei der man auf quasi philosophische Art überlegt, was ist eigentlich Arbeit? Was ist ein kapitalistisches System? Ist das ein gutes System? Welchen Wert repräsentiert der Arbeitslohn? Ist er gerecht? Und solche Fragen stellen sich Wirtschaftswissenschaftler heute überhaupt nicht mehr. Heute nimmt der Markt gewissermaßen eine Vormachtstellung in den Wirtschaftswissenschaften ein. Von Adam Smith und seiner unsichtbaren Hand bis zu den zeitgenössischen Liberalen sehen alle in ihm den zentralen Grundsatz der Wirtschaft. Bestärkt durch eine theologisch-ökonomische Denkweise machen sie ihn zu einem unanfechtbaren Gott. In ihren Augen hat der Markt immer recht. Ich komme aus dem Süden Togos und in meinem Dorf herrscht eine Theokratie. Die Priester des Heiligen Waldes haben die Macht. Mit diesen Priestern des Heiligen Waldes unterhält man keine Handelsbeziehung. Das Verhältnis ist gebunden an etwas, das man Totems nennen könnte. Zum Beispiel den Python, eine Schlangenart. Der Python ist das Totem meines Stammes. Und niemand käme auf die Idee, einen Python zu verkaufen. Nicht mal an amerikanische Touristen, die tausende Dollar dafür bezahlen würden. Das ist also eine Situation, in der das Heilige über jeder Handelsbeziehung steht. Niemand käme auf die Idee, ein Stück des Heiligen Waldes zu verkaufen. Selbst wenn einem ein chinesischer Investor Millionen dafür bieten würde. Und sogar wenn sie am Verhungern wären, würden sie kein Stückchen des Heiligen Waldes verkaufen. Sie haben es also mit einer Gesellschaft zu tun, die hierarchisch so gegliedert ist, dass sich die Handelsbeziehungen auf den kleinen Bereich der Bedarfswirtschaft beschränken. Das heißt, der Maisanbau ermöglicht den Kauf von etwas Reis und etwas Gari, also Maniok, und so weiter. Aber auf die wichtigen Dinge des Lebens haben der Markt und das, was er bewirken kann, keinen Einfluss. Wenn die kleinen inländischen Produzenten mit Hilfe ihrer eigenen Produktion ihr materielles Überleben sichern, aber einen kleinen Überschuss erwirtschaften, den sie schließlich auf den Markt tragen, dann ist das sicher eine Art Marktwirtschaft. Eine Handelsbeziehung, aber keine Marktwirtschaft im heutigen Sinn des Begriffs. Marktwirtschaft im heutigen Sprachgebrauch ist die Organisationsform des Austauschs, der die Gesamtheit der Produktionstätigkeit und des Warenflusses beinhaltet. Das ist ein quantitativer Unterschied, der aber auch einen qualitativen Unterschied auslöst. Das ist der Markt, und das ist nichts Natürliches. Historisch betrachtet ist das eine moderne Erscheinung. Der Markt ist keine natürliche Instanz. Er wurde durch Gesetze von den Staaten geschaffen, zum Beispiel im 18. Jahrhundert von Anne-Robert Jacques Turgot zur Liberalisierung des Getreidepreises. Diese Gesetze verboten Hilfe für die Armen. Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen, die den Markt erschaffen haben. Und diese Gesetze wurden verabschiedet, weil sie für eine Doktrin dieser Zeit der Aufklärung standen. Sie waren ein Mittel, um eine gewisse Form von Freiheit zu verwirklichen.
Sie bedeuteten eine Art der Emanzipation. Als würde der Markt jenseits der Kontrolle durch den Menschen existieren, als wäre er Gott gegeben. Dabei sind Märkte, vor allem der Arbeitsmarkt, historische Konstrukte. Besonders wichtig ist zum Beispiel die Einkommensverteilung und deren Einfluss auf den Markt. Um ein klassisches Beispiel hierfür zu finden, müssen wir in der Geschichte zurückgehen. Als nach dem amerikanischen Bürgerkrieg die Afroamerikaner aus der Sklaverei befreit wurden, kam unter ihnen die Forderung nach 16 Hektar Land und einem Maultier auf. Wir sind hunderte Jahre lang versklavt worden, wir brauchen eine Entschädigung, um wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Sie bekamen aber weder die 16 Hektar noch ein Maultier, sondern gar nichts. Außer diversen Einschränkungen und fürchterlicher Diskriminierung. Doch die Leute betrachteten das so, als habe die Regierung nichts falsch gemacht, sondern hätte bloß alles dem Markt überlassen. Was für ein Unfug! Mehrere hundert Jahre lang hatte die Regierung die Afroamerikaner kontrolliert und in der Sklaverei gehalten und dadurch einen Markt geschaffen. Etwas dem Markt zu überlassen, bedeutet, alles so zu belassen, wie es sich aus der Geschichte ergeben hat. Doch sehr oft, und dies ist ein klassisches Beispiel, bedeutet etwas dem Markt zu überlassen, etwas Dingen zu überlassen, die wir ablehnen und die absolut unfair sind, ohne Begründungen für die existierenden Beziehungen in diesem Markt zu liefern. Die Blase, das ist auch so ein Zitat aus den 90ern von Alan Greenspan, unseres ehemaligen Chefs der US-Notenbank. Er sprach damals von einer großen sogenannten Dotcom-Blase. Als Greenspan dazu befragt wurde, sagte er, ja, das ist eine Blase. Er hatte sogar einen Begriff dafür, irrationaler Überschwang. Es gäbe zu viel Leichtsinn, Glücksgefühl und Freude angesichts der Möglichkeiten, Unmengen von Geld zu machen. Er hielt das für falsch. Doch auf die Frage, Herr Notenbankvorsitzender, was gedenken Sie als mächtigster Finanzregulierer der Welt in diesem Fall zu unternehmen, antwortete er, gar nichts. Denn alles, was ich tun würde, wäre schlimmer als das, was diese Leute tun. Sie sind die Schlausten und kennen sich am besten aus. Wie können wir als Regierung Ihnen da irgendwelche Vorschriften machen? Die orthodoxe Wirtschaftswissenschaft geht davon aus, wir bräuchten den Staat nicht. Er stünde bloß im Weg. Die Lösungen, die der Staat hervorbringe, seien immer schlechter als die eines frei agierenden Marktes. Ronald Reagan nahm dieses Konzept auf, indem er sagte, die Regierung sei nicht die Lösung, sondern das Problem. And that sounds good. Das klingt ja auch gut. Es klingt nach Freiheit. Die Freiheit des Menschen nimmt zu, wenn man staatliche Einschränkungen zurückfährt. Ja, der Staat ist eine Bürde. Er reguliert uns, nimmt unser Geld, einiges davon in Form von Steuern, statt uns Freiheit zu gewähren und uns all diese Entscheidungen selbst treffen zu lassen. Ein Anwalt eines freien Marktes würde sagen, das bringt die besten Resultate, denn im Markt verhandeln Arbeiter mit Kapitalisten. Und letztlich werden Kapitalisten den Arbeitern genau das bezahlen müssen, was sie wert sind. Arbeiter müssen zufrieden sein oder weitere Fähigkeiten erwerben, wenn sie unzufrieden sind. Wer mehr Geld will, muss mehr Fähigkeiten erwerben. Der Markt spielt dabei keine wirkliche Rolle. Die Frage ist, welche sinnvollen, akzeptablen Vermittlungsinstanzen es in einer Gesellschaft gibt. Für Adam Smith ist es der Markt. Der Markt soll nämlich die besondere Fähigkeit besitzen, Leute zusammenzubringen, die völlig unterschiedliche Wünsche haben.
Ich glaube, dass wir uns immer noch in dem Spannungsfeld befinden zwischen der Hierarchie, die es erlaubt, die Ressourcen zu eigentlich unbezahlbaren Preisen zuzuteilen, und dem Markt, der es erlaubt, die Ressourcen innerhalb eines Preissystems zu verteilen. Traditionell halten liberale Wirtschaftswissenschaftler Markt und Staat für Gegner. Sieht man genauer hin, stellt man fest, dass es keinen Markt ohne Eingriff des Staates gibt. Spielt also der Staat eine Rolle gegenüber dem Markt? Zu fragen, ob der Staat eine Rolle gegenüber dem Markt spielt, das Wort gegenüber schafft sofort eine Distanz zwischen Staat und Kapital oder Markt. Ich glaube, es gibt da keine Unvereinbarkeit. Über ihre Beziehung zu diskutieren, heißt ja schon, über die Vorstellung hinauszugehen, dass sie zwei Größen sind, die sich gegenüberstehen. In Wirklichkeit glaube ich, dass Markt und Kapital koextensiv zum Staat sind. Natürlich nicht zum Staat im Allgemeinen, aber koextensiv zur besonderen historischen Form des Staats, in der wir seit etwa 2-3 Jahrhunderten leben. Genau deshalb muss man ihn als Bourgeoisenstaat oder Staat des Kapitals bezeichnen, je nachdem, was einem lieber ist. Was bedeutet jetzt koextensiv? Es bedeutet, dass der Staat die Regeln für das Kapital und die Regeln für den Markt etabliert. Die kapitalistische Ordnung oder das System der Marktwirtschaft haben keine Macht zur Selbstetablierung. Der Staat und der Markt sind nicht causa sui, existieren nicht um ihre Selbstwillen. Sie sind nicht Spinozas Gott. Sie werden etabliert durch eine andere Macht, die auf den ersten Blick anders ist als sie, die aber eben ihren Auftritt auf der Bühne der Geschichte herbeiführt. Hier müsste man nochmal das gesamte Ende des ersten Bandes des Kapitals über die ursprüngliche Akkumulation lesen. Da geht es nur darum, wie die kapitalistische Ordnung, um den Prozess der Akkumulation zu starten, eine Reihe von einleitenden, brutalen Gewaltstreichen verübte, die von der Staatsmacht gebilligt wurden. Später verlieh sie übrigens diesen ersten Ausbrüchen von kapitalistischem Handeln Rechtskraft. Well, economists are fond of treating the state. Ökonomen gehen gerne davon aus, Staat und Wirtschaft, der Markt, seien voneinander getrennt und der Staat würde Einfluss auf den Markt nehmen. In den meisten wirtschaftswissenschaftlichen Denkmodellen stellen Ökonomen Richtlinien für den Staat auf, gute oder schlechte. Tatsächlich ist beides miteinander verknüpft. Die Wirtschaft hängt vom Staat ab und in den meisten heutigen Volkswirtschaften hängt der Staat von der Wirtschaft ab. The state is dependent on the economy, and there's an interconnection and a back and forth. Diese Verknüpfung, dieses Hin und Her, ist in vielerlei Hinsicht essentiell. Märkte können ohne staatliche Unterstützung nicht effizient funktionieren. Besonders offensichtlich ist, dass der Staat dafür sorgen muss, dass Verträge eingehalten und Recht und Ordnung durchgesetzt werden. Die Rolle des Staates ist es eigentlich, dass er einen Ordnungsrahmen für die Wirtschaft bereitstellt. Das heißt also, wir wissen eigentlich, dass es keine freien Märkte gibt. Es hat auch nie freie Märkte gegeben. Das heißt also, wir brauchen ja mindestens einmal Eigentum und irgendwelche Institutionen, die halt Eigentum durchsetzen, die auch entsprechend Kriminalität bekämpfen und die uns vor uns selber auch schützen beispielsweise. Also wir haben ja gerade in der europäischen Geschichte immer wieder den Fall gehabt, dass sich quasi die Bevölkerung entweder im Inland oder gegenüber ausländischen Bevölkerung dann halt über kriegerische Akte an die Gurgel gehen. Wir brauchen also den Staat, um erstmal Frieden herzustellen. Dann brauchen wir das Eigentum, zumindest halt in einigen Bereichen, wo wir sagen, da ist ein Markt sinnvoll. Ja, ohne diesen Staat, ohne diese Institutionen und ohne diesen Rahmen, diesen ordnungspolitischen Rahmen, auch ohne die Durchsetzung von einer Wettbewerbssituation in der Wirtschaft, dann wären wir lange nicht so reich. Also die Märkte an sich können nur funktionieren, weil der Staat sie sozusagen mit einer Ordnung umgibt. Und innerhalb dieser geschlossenen Ordnung kann das Unternehmen halt dann entsprechend dafür sorgen, dass produziert wird, effizient produziert wird,
Das ist sozusagen der Staat, der eigentlich darüber sozusagen eine Kugel bildet, innerhalb derer die Unternehmen dann tätig sind. Now, you know, a more reasonable understanding. Ein vernünftigerer Denkansatz erkennt das tatsächliche Ausmaß an, in dem Markt und Staat interagieren und die schon immer getan haben. Manchmal auf gute, manchmal auf weniger gute Art. In not such good ways, but for example, even within our. Und dass selbst in unserer heutigen kapitalistischen Wirtschaft mit der unbedeutenden Innovation, die wir Internet nennen, einem hundertprozentigen Erzeugnis der Regierung. Ich weiß, Bill Gates hat behauptet, das Internet sei den Hirnen einiger Leute entsprungen, die in ihrer Garage herum experimentiert hätten. Das stimmt nicht. Die Computertechnologie und das Internet, also die Integration von Computern, denn das Internet verbindet Computer miteinander, hat ihren Ursprung in der Regierung und wurde von ihr subventioniert. Der Übergang von einer rein behördlichen, von der Regierung finanzierten Aktivität zu einer, bei der letztlich der Markt ins Spiel kommt, dauerte 40 Jahre und wurde von der Regierung finanziert. Financed by the government. Les tuyaux de l'Internet, au sens le plus littéral du terme, ça a d'abord été une affaire d'État. Die Internetleitungen lagen anfangs im Zuständigkeitsbereich des Staates und der Armee. Die großen öffentlichen Forschungsinstitute haben die grundlegenden Infrastrukturen des Internets geschaffen, ohne die die überbordenden Aktivitäten der Start-ups in ihren Garagen unmöglich gewesen wären. Donc voilà, c'est donc. Es hätte sie nicht gegeben. Man muss das nicht als eine Gegensätzlichkeit auffassen, sondern als eine Vertrautheit der Beziehungen zwischen dem Staat und seinem angenommen radikal anderen und der Art, wie sich diese Beziehungen im Laufe der Zeit auf unterschiedliche Weise gestalten. Die aktuelle Konstellation dieser Beziehungen nennt man Neoliberalismus. Da erkennt man gut, dass die größten privaten Kapitalmächte nicht handeln können, als wäre der Staat nicht da. Sie brauchen den Staat weiterhin, um ihre Interessen zu fördern. Momentan finden sie übrigens meistens ein offenes und verständnisvolles Ohr. Nach dem Zweiten Weltkrieg muss sich der Kapitalismus, dessen Eliten sich zuvor den Nationalsozialisten untergeordnet hatten, mit dem Sozialstaat und der Planwirtschaft arrangieren. Das begrenzt die Macht der Märkte. Begünstigt durch die Wirtschaftskrise der 70er Jahre, gewinnt der Liberalismus unter dem Namen Neoliberalismus wieder die Oberhand. Ein System, das den Staat zu einem Handlanger des Marktes macht. Le Prefix Neo saisit. Das Präfix Neo umfasst eine Gruppe von ganz neuen Beziehungen, die den regulierten Markt. Ich benutze diese Bezeichnung immer ungern. Das erkläre ich vielleicht später. Die den Markt an den Staat binden. Dazu gehört auch eine Beziehung, die nicht widersprüchlich ist. Eine, in der der Staat in gewisser Weise der Bewahrer des Marktes ist. Hier sind wir dann ganz nah an der ordoliberalen Lehre. Das ist die deutsche Variante des Neoliberalismus. Ordoliberalismus besagt, dass das System der freien und nicht verzerrten Konkurrenz nicht einfach spontan entsteht. Man muss es nicht nur einrichten, sondern auch überwachen, um es aufrechtzuerhalten. Vor allem gegen Kräfte, die im Inneren des Systems entstehen und die zur Rekonzentration und zur Rekonstitution entweder von Oligopolen oder schlicht Monopolen führen. Man nennt die natürlich Monopole. Ich denke da an Energie, Transportwesen etc. Die Anfänge des Neoliberalismus lassen sich nach Chile zurückverfolgen, wo es am 11. September 1973 zum Militärputsch kam. Dort gab es seit 1970 mit Salvador Allende den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Lateinamerikas aus dem Umfeld der Marxisten, Sozialisten und Kommunisten.
Damals war zwar ein Drittel der Welt unter kommunistischer Herrschaft, doch im Westen herrschte die Vorstellung, dass so etwas niemals durch eine demokratische Wahl geschehe, sondern immer durch eine gewalttätige Übernahme der Staatsmacht. Allende wurde also 1970 gewählt und 1973 in einem gewalttätigen Putsch gestürzt. Der Putsch war das eine. Aber am nächsten Tag sagte General Pinochet, der Anführer des Putsches, man würde eine neue Wirtschaftsordnung einführen. Verantwortlich dafür waren die sogenannten Chicago Boys, denn zu ihnen gehörten Milton Friedman, Professor an der Uni von Chicago, und seine Kollegen. Die waren Anhänger des Neoliberalismus, wie wir das heute nennen. Damit erhielt dieser Ansatz seine Legitimität. Als dann Thatcher 1979 in Großbritannien und Reagan 1980 in den USA gewählt wurden, wurde diese Variante des Kapitalismus eingeführt, die deutlich aggressiver den Kapitalisten bevorteilt. Le programme politique du néolibéralisme. Das politische Ziel des Neoliberalismus. Und das sagt Michel Foucault außergewöhnlich klar, was bei ihm nicht immer der Fall ist. C'est de détruire le marxisme. Das politische Ziel des Neoliberalismus ist die Vernichtung des Marxismus, die Vernichtung des Kommunismus und damit die Zerstörung einer Weltanschauung, der zufolge Klassen existieren. Une vision qu'il existerait des classes, d'accord, qu'il existerait une classe des travailleurs, nämlich eine Arbeiterklasse und eine Klasse der Kapitalisten oder Produzenten. En transformant tout consommateur en entrepreneur, en favorisant, indem man jeden Konsumenten in einen Unternehmer verwandelt, indem man eine Unternehmensform favorisiert, die nahezu auf ihre rechtliche Komponente reduziert ist, presque juridique, die Verträge abschließt, eh bien, on en vient à. Damit schafft man es, die Grenzen verschwimmen zu lassen. Zwischen dem Arbeiter auf der einen und dem Unternehmer und Produzenten auf der anderen Seite. In fact, neoliberalism only succeeded. Der Neoliberalismus setzte sich erst durch, als die sogenannten linken Volksparteien wie Labour in Großbritannien oder die Demokraten in den USA von prokapitalistischen Kräften übernommen wurden, von Börsengläubigen. Clinton wurde von der Wall Street gesteuert, Blair wurde von den Kapitalisten gesteuert. Und so verschob sich das Verhältnis zwischen Staat und Markt hin zu mehr Macht für die Märkte. Plötzlich behaupteten selbst sogenannte linke Parteien, die Kapitalisten wüssten alles besser und man sollte sie nicht herausfordern oder höchstens in geringem Ausmaß. Und damit kam die neoliberale, aggressiv prokapitalistische Variante des Kapitalismus auf. Der Neoliberalismus greift den Menschen an, auf beispiellose Weise. Das heißt, er rekonfiguriert einen Menschentypus. Natürlich gestaltet jedes soziale System seinen Menschentypus. Entschuldigen Sie, dass ich aushole, aber man hat sich immer entweder sehr belustigt oder sehr entsetzt darüber gezeigt, dass das sowjetische System verkündet hat, einen neuen Menschen schaffen zu wollen. Es hieß, so etwas sei monströs. Man wolle den Menschen, die Menschlichkeit des Menschen, angreifen. Aber der Kapitalismus hat nichts anderes gemacht. Der Kapitalismus erschafft seinen Menschentypus. Er erschafft den Konsumenten, den kleinen Hausbesitzer. Und das ist ein Menschentypus.
Es gab also keinen Grund, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, als die Sowjets sagten, sie wollten einen neuen Menschen schaffen. Sie hätten es auch tatsächlich getan, aber eben genauso wie der Kapitalismus und der Neoliberalismus ihren Menschentypus erschaffen. Und deren Ziel ist ein ganz besonderer Typus, der aus vielen Gründen schrecklich ist. Der ist nämlich der kleine Unternehmer seines eigenen Lebens. Das geschieht über eine ganze Reihe mehr oder weniger verständlicher und nachvollziehbarer Kategorien. So spiegelt zum Beispiel die Theorie des Humankapitals der Wirtschaftswissenschaftler deren Sichtweise auf diesen neuen Menschentypus, der vom Neoliberalismus gefördert wird. Er ist ein Kapitalbringer, ausgestattet mit gewissen Fähigkeiten, dazu bestimmt, unter Vertrag genommen, bereichert und entwickelt zu werden. Er ist der Generalunternehmer seiner selbst. Die Neoliberalen sagen, der Markt als solcher existiert nicht. Aber der Markt als solcher ist eine gute Sache. Hier ist diese Theologie, wenn man es so will, etwas merkwürdig. Man sagt, es gibt dieses Werkzeug, das an sich eine gute Sache ist, das es ermöglichen wird, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, aber es existiert nicht. Stattdessen lässt man den Staat ins Spiel kommen. Der Staat hat in der neoliberalen Vision die Rolle, den Markt zu schaffen, zu entwickeln und auszuweiten. Der Staat handelt also gewissermaßen im Auftrag des Marktes und der Markt legitimiert den Staat. Dans le discours à boulet rouge contre l'État, etc., etc. In diesem schonungslosen Diskurs gegen den Staat treffen die Herrschenden des Neoliberalismus auch eine sorgfältige Auswahl. Also sorgfältig, rein rhetorisch gemeint. Im Großen und Ganzen zählt man auf den Staat, der übrigens hier bestätigt, wenn auch negativ, dass er in letzter Instanz die instituierende Kraft ist. Man zählt auf den Staat, um die Institutionen passend zu machen, um die Arbeitsgesetze und die Konditionen der Handelskonkurrenz zu erneuern und um die Konditionen der Finanzoperationen auszuweiten und sie freier in Anführungsstrichen zu machen. Aber man weiß, dass wir staatliche Institutionen behalten müssen, auf die wir nicht verzichten können, wie die Polizei. Und man weiß, dass der Staat auch große Infrastrukturen unter Kontrolle hat oder manche großen Aufträge, Rüstungsaufträge. Um es etwas überspitzt zu sagen, der verstorbene Serge Dassault konnte gleichzeitig der Besitzer der Tageszeitung Figaro sein und ideologisch aus allen Rohren auf den Staat schießen, auf dessen lästige Präsenz in der Wirtschaft, dessen Tendenz, immer umfangreicher und träger zu werden. Und andererseits konnte er die allerbesten Beziehungen unterhalten zu allen konkreten Persönlichkeiten, die an der Staatsspitze saßen. Man muss ja weiter Geschäfte machen, und ohne sie konnte er das nicht. Solche Beziehungen sind gezeichnet von Rationalität, Irrationalität, Verlogenheit und manchmal krasser Dummheit. Es sind komplexe, aber interessante Konstellationen. Unter den aktuellen Gegebenheiten in der Wirtschaft kommt es regelmäßig zu Krisen, die wie Vulkanausbrüche das System erschüttern. Egal wie stark sie sind, diese Krisen schwächen das System nicht. Im Gegenteil, sie scheinen es zu stärken. We have the financial crisis. Wir hatten die Finanzkrise, die es eigentlich nie hätte geben dürfen. Seit 30 Jahren erzählen uns die wichtigsten Ökonomen des Mainstream, Krisen im Ausmaß der Großen Depression könne es nicht mehr geben. Wir haben das berechnet und wissen, wie Kapitalismus besser funktioniert und weshalb es nie wieder zu so einer Krise kommen wird. Zumal es in den 30ern zur Krise kam, weil die Regierung Mist gebaut hatte. Das hatte nichts mit dem Markt an sich zu tun. Dennoch kam es zur Krise. Und ehrlich gesagt bin ich nach 2008, 2009 davon ausgegangen, der Mainstream unseres Berufs würde sich ändern. Selbst Queen Elizabeth hakte nach. Sie schrieb dem Verband der Wirtschaftswissenschaftler, was ist passiert? Wie konntet ihr Jungs nicht wissen, was passieren wird? Wieso konntet ihr das nicht vermeiden?
Queen Elizabeth musste diese Frage stellen. Und sie bekam zur Antwort, nun ja, da haben wir wohl Fehler gemacht. Aber diese Leute sitzen immer noch am Ruder. Sie glauben immer noch, ihre Geschichte sei im Kern wahr und sie wollen nicht davon ablassen. Donc oui, effectivement, cette croyance dans le bienfait du marché. In der Tat hat dieser Glaube an die Wohltaten des Marktes nichts mehr mit Rationalität oder Wissenschaftlichkeit zu tun. Scientifique, si on veut. Elle est clairement. Es ist ganz klar ein quasi absoluter Glaube. Une croyance qui est quasi absolue. Le marché. Der Markt ist ein Selbstzweck. Der Markt hat immer recht. Selbst ein schlechter Markt ist immer noch besser als eine gute Reglementierung. Also ist es besser, den Markt zu fördern, selbst wenn das negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft hat. Ihn zu fördern ist immer noch besser, als ihn durch direkten staatlichen Eingriff ersetzen zu wollen. Wobei der Staat durchaus interveniert, aber einzig und allein, um dem Markt und der Konkurrenz eine größtmögliche Ausweitung zu ermöglichen. Wenn wir die Märkte durch einen demokratischen Prozess regulieren, werden die Märkte de facto kontrolliert vom demokratischen Prozess. Bestehen wir jedoch darauf, dass die Märkte zumindest kurzfristig frei sind, können die Märkte die Gesellschaft beherrschen und solch enorme Reichtümer anhäufen, von denen wir sprachen. Enorme Reichtümer, die es einigen wenigen reichen Unternehmern ermöglichen, eine unangemessen große Kontrolle auf Regierungen auszuüben, was natürlich antidemokratisch ist. Eine solche Situation erleben wir immer öfter in den USA und auch in anderen Ländern. Das gab es schon immer. Wenn Michel Foucault von der Gouvernementalität spricht, also davon, wie die Souveränität der öffentlichen Hand gemanagt wird, dann sind wir heute in einer Krisensituation. Viele Unternehmen sind ja mächtiger als die Mehrzahl der Staaten in der UNO. Im Moment gibt es kein Mittel, sie zurückzudrängen. Das ist heute vielleicht eins der Hauptprobleme des neoliberalen Machtsystems. Schade, dass Michel Foucault nicht mehr da ist. Er hatte quasi prophetisch den Aufstieg des Neoliberalismus vorausgesehen und würde sich außerordentlich interessieren für die Entgleisungen dieses Systems. Die entstehen dank des Zwangswettbewerbs untereinander, den man tagtäglich sieht, wenn Nationalstaaten von multinationalen Konzernen hören, ich möchte mich gerne bei Ihnen niederlassen, aber Sie müssen mir ein gastliches, juristisches und soziales Umfeld schaffen. Wir verstehen uns. Heute sind die einzigen politischen Instanzen, die gegen die Unternehmen ankommen können, die Imperialmächte. Kurz gesagt China und die Vereinigten Staaten. Die EU könnte das auch, wäre sie nicht in ihrem jetzigen Zustand. Aber sie hat weder einen politischen Kopf noch eine demokratische Basis. Also ist sie schlecht aufgestellt, um zwischen diesen beiden Großmächten zu überleben. Die USA hingegen haben sich mittlerweile mit Werkzeugen ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, ihren Willen bei Bedarf den großen Firmen aufzuzwingen. Le pouvoir du capital, à mon avis, dépasse aujourd'hui. Die Macht des Kapitals ist heute größer als die Macht der Politik. Dans la mesure où le pouvoir. Insbesondere, weil die Macht des Kapitals nicht klar umrissen ist. Il n'est pas explicité. Il n'est pas visible. Sie ist nicht sichtbar. Il est dans l'ombre. Sie bleibt im Schatten. C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité. Das heißt,
dass vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Leute, die uns Rechenschaft ablegen sollen, also die Politiker, nicht mehr wirklich Herr der Lage sind. C'est-à-dire que ce qui a quand même été le la répartition du pouvoir. Das heißt, dass das, was immerhin im letzten Jahrhundert die Machtverteilung in der westlichen Welt bestimmte, eine Art Machtaufteilung war. Dabei wurde der Politik die Suche nach dem Gemeinwohl zugewiesen. Und die Finanzmacht, die aus dem Ancien Regime hervorging, musste auf irgendeine Art gebändigt werden. L'émanation de l'Ancien Régime, qu'il fallait contenir d'une manière ou d'une autre. Et là, nur wegen des Übergangs von einer Schuldenwirtschaft zur Ökonomie der Finanzmärkte, wegen des beispiellosen Wandels der Wirtschaft vom Industrie- zum Finanzkapitalismus, sehen wir uns mit einer Politik konfrontiert, die ihre Vision nicht mehr durchsetzen kann. Qui n'a plus les moyens de sa vision. Und wir kommen zu der sehr paradoxen aktuellen Situation, in der uns einerseits die politischen Führer sagen, der Staat sei wie ein Unternehmen, Stichwort Startup Nation, also ein Unternehmen, das man wie ein solches führen muss und das ein Budget wie ein Unternehmen hat. Juristisch gesehen ist das übrigens eine große Dummheit. Andererseits heißt es, die Unternehmen müssen sich um die Umwelt kümmern. Sie müssen Ungleichheiten bekämpfen und Krankenhäuser finanzieren. Das heißt, sie sollen sich um Dinge kümmern, um die sich der Staat nicht mehr kümmert. Das sind also eher Symptome für das Chaos der Globalisierung als für durchdachte Überlegungen über die Verknüpfungen zwischen wirtschaftlicher und politischer Macht. Jedes Jahr am 1. Januarwochenende treffen sich 12.000 bis 15.000 Wirtschaftswissenschaftler aus der ganzen Welt in einer amerikanischen Stadt. Das ist ein enormer Auftrieb und es gibt 3 oder 4 Vorträge sehr bekannter Wirtschaftswissenschaftler. Vor 2 Jahren hielt die französische Ökonomin Esther Duflo eine dieser Reden. Der Titel lautete »Der Ökonom als Installateur«. Und sie vertrat die Auffassung, die heutigen Ökonomen sollten die Rohre studieren und die Lecks reparieren. Sie ist Entwicklungsökonomin. Statt große Theorien aufzustellen, sei es besser, vor Ort zu gehen und sich die Entwicklung anzusehen. Statt eine Entwicklungstheorie zu haben, was man tun könnte, um mehr Kinder in die Schule zu schicken, bräuchte man mehr Impfungen, mehr Bücher, mehr Wurmkuren, mehr Mückenschutz. Diese Rolle sollte man also einnehmen. Sie können sich vorstellen, wenn sich Ökonomen, die sich nicht mehr für Philosophen halten, sondern erst für Physiker, dann Ingenieure und jetzt Installateure, dann kann ihre Rolle nicht sein, neue soziale Systeme zu entwickeln und über weit gefächerte Kräfteverhältnisse und die Entwicklungskurve des Kapitalismus nachzudenken. Die Ökonomen haben diese Rolle aufgegeben. Das sieht man daran, zu welcher Identität sie sich bekennen. Und das hinterlässt einen leeren Platz, um über ein gutes ökonomisches System nachzudenken. Und die Frage ist, wer nimmt diesen Platz ein? Antonio Gramsci definiert die Krise als den Moment, in dem die alte Welt noch Widerstand leistet und die neue noch nicht geboren ist. Dank staatlicher Unterstützung leistet der Neoliberalismus noch Widerstand, während der Merkantilismus aus der Asche wieder aufersteht. Ob aus China oder den Vereinigten Staaten, ein neues Wirtschaftsmodell erscheint vor unseren Augen. Eine Macht, die gierig neue Territorien erobern will, volkswirtschaftlich imperialistisch. Sind wir am Ende einer besonderen historischen Konfiguration, also am Ende dessen, was die Regulierungsökonomen das Akkumulationsregime genannt haben? Anders gefragt, erleben wir eine Krisenzeit? Es mag verwundern, dass ich die Frage nochmal so stelle, denn die Antwort scheint klar. Natürlich stecken wir in einer Krise. Wir reden ununterbrochen davon. Übrigens sollen wir seit fast 40 Jahren in der Krise stecken. Da muss man sich schon Fragen stellen, denn eine Krise, die 40 Jahre dauert, das ist nicht weit von der Quadratur des Kreises. Wir müssen uns allmählich konzeptuelle Fragen stellen. Und auch da müssen wir unterscheiden zwischen den Ängsten des gesunden Menschenverstands und etwas analytischeren Ausarbeitungen.
Gut, für den gesunden Menschenverstand herrscht eine Krise, wenn es schlecht läuft. Das ist die Krise phänomenologisch oder symptomatisch betrachtet. Es besteht Massenarbeitslosigkeit. Das ist ein Krisenzeichen. Es gibt enorme Ungleichheiten oder, wie früher schon, eine enorme Inflation. Auch ein Krisenzeichen. Aber ist die Massenarbeitslosigkeit ein Indikator für eine Krise? Nein, denn wir haben es nicht mit einer Krise zu tun, wenn es schlecht läuft, in Anführungsstrichen, weil das mit dem Schlechtgehen vom Blickwinkel abhängt. Manchen Leuten geht es sehr gut, danke. Eine Krise herrscht, wenn sich etwas ändert. Das heißt, wenn sich die Institutionen maßgeblich wandeln, die institutionelle Struktur, die gewissermaßen die Rüstung des Akkumulationsregimes ist. Wenn man also wissen will, ob es eine Krise gibt, sollten wir uns fragen, ändert sich etwas? Vous savez ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est la chute du néolibéralisme. Im Moment erleben wir den Sturz des Neoliberalismus und den Beweis dafür, dass der Neoliberalismus ein gewaltiger Betrug ist. Denn er basiert auf der Mobilität der Faktoren Kapital und Arbeit. Wenn es also in Togo keine Arbeit gibt, dafür aber in Frankreich, kann ich als Togoer Togo verlassen und in Frankreich arbeiten. Und wann hört das auf? Wenn die Möglichkeiten in Frankreich zu wenige werden, weil so viele Togoer nach Frankreich kommen, sodass es egal ist, ob ich in Togo oder in Frankreich lebe. In dem Augenblick hört die Migration von Togo nach Frankreich auf. Das ist der Neoliberalismus, der große weltweite Markt mit der Mobilität der Faktoren Kapital und Arbeit. Allerdings brauche ich de facto ein Schengen-Visum, um nach Frankreich zu reisen, mit dem ganzen bekannten Hindernislauf. Wir haben also Zugangsbeschränkungen, die die neoliberale Regulierung komplett verhindern. Mir scheint, der Staat kehrt ganz groß zurück. Ich habe den Eindruck, und nicht nur ich, dass die Umstrukturierung der Ökonomie durch den Staat vor uns liegt. Letztlich werden der Liberalismus und Ultraliberalismus, so wie wir sie kennen, nur noch in einzelnen Bereichen der Gesellschaft gelten, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt für wenig oder nicht qualifizierte Leute. Er wird weiter gelten für eine gewisse Anzahl an Waren, Gütern und Dienstleistungen innerhalb der Nationalstaaten. Aber die werden in immer stärkeren Wettbewerb untereinander treten. De plus en plus en compétition les uns avec les autres. Et que finalement la militarisation, la Und am Ende wird uns die Remilitarisierung der Nationalstaaten in den letzten 10 Jahren, die Explosion der Militär- und besonders der Marinebudgets vieler Länder, zu einer Form der Wiederverstaatlichung der Wirtschaft führen. Dans le monde, va nous amener vers une forme de réétatisation de l'économie, c'est-à-dire une économie. Das heißt, zu einer Wirtschaft, die wieder kriegerisch im Sinne des 17. Jahrhunderts ist. Die merkantilistisch wie im 17. Jahrhundert ist. Die Staaten werden ihre Unternehmen wieder aufdrängen, wenn möglich ihre großen monopolistischen Unternehmen, und zwar auf anderen Territorien als ihren eigenen, in weniger mächtigen Ländern, in formbareren Gebieten, ohne dabei die liberalen Institutionen zu benutzen. China befindet sich im Neomerkantilismus. In der Zeit des Merkantilismus im 16. und 17. Jahrhundert glaubte man, dass Handel Reichtum schafft, vor allem der Handel in die Ferne. Ebenso die Anhäufung von Edelmetallen und ein Staat, der ein wenig die Aktivitäten seiner Händler und Unternehmer fördert. Was den Merkantilismus ausmacht, ist der Protektionismus beim Import. Man lässt also keine ausländischen Produkte herein, ist aber sehr aggressiv beim Export. Dadurch häuft man Reichtümer an, wodurch man Armeen zur Kriegsführung aufstellen kann.
Die Erfindung der Feuerwaffe im 14. Jahrhundert war wesentliche Voraussetzung für die weltweite Verbreitung des Kapitalismus. Niemals hätten die Kolonien erobert werden können ohne überlegene Waffentechnik. Wenn man sich auf aktuelle politische Prozesse bezieht, sieht man gleichfalls, dass militärisches Denken, ja, ich habe sogar den Eindruck, zunehmend wieder an Bedeutung gewinnt, dass die Rohstoffversorgung mit militärischen Mitteln gewährleistet werden soll, dass man eben versucht, bestimmte Abhängigkeiten herzustellen, um auch Absatzmärkte zu öffnen, um anderen bestimmte Möglichkeiten zu verschließen. Denken Sie etwa gegenwärtig an den Rohölmarkt, wie versucht wird, dass manche Produzenten, die neuerdings mit auf dem Markt sind, an Kunden kommen wollen und ihre Hegemonialmacht einsetzen, bestimmte Geschäfte zu gutieren und andere Geschäfte eher verbieten zu wollen. Also der Kapitalismus und die Militärmacht, das ging schon Hand in Hand immer. Und wenn man aber als Komponente des Kapitalismus die Militarisierung mit auffasst, dann ist das der Kapitalismus schon das Erfolgsmodell der letzten 200 Jahre gewesen. Le commerce, c'est la guerre. Handel ist Krieg. Quand on voit, das ist ein Faktum, wenn man betrachtet, wie die chinesische Marine peu à peu wieder Besitz von einem Gebiet ergreift, das sie im 18. Jahrhundert bereits kontrolliert hat. Die chinesischen Admiräle konnten im 18. Jahrhundert sehr weit entfernt zuschlagen, bis nach Afrika. Diese Wiederinbesitznahme eines geografischen Gebiets reibt sich natürlich mit den amerikanischen Streitkräften im Pazifik. Alors d'abord pour l'instant il se heurte de manière il se frôle il se jauge il se regarde. Im Augenblick reiben sie sich, sie messen sich, starren sich an. Aber das Ergebnis all dessen sind natürlich zunehmend Konflikte um den Zugang zu Ressourcen, weil die Ressourcen immer knapper werden. Infolgedessen führt der Zugang zu den Ressourcen und zu den Märkten, kriegerisch gesehen, angesichts der in den kommenden Jahrzehnten ungezügelt konkurrierenden Nationalstaaten, zwangsläufig zu neuen Konflikten. Wir sehen in den aktuellen Wirtschaftskonflikten zwischen den USA und China einen womöglich unwahrscheinlichen, aber plausiblen Anlass für bewaffnete Konflikte. Was sich derzeit im südchinesischen Meer abspielt. Erst letzte Woche gab es einen Zwischenfall, bei dem sich ein chinesisches und ein amerikanisches Kriegsschiff begegneten und beinahe miteinander kollidierten, wobei jetzt natürlich jeder dem anderen die Schuld daran gibt. Now, this is certainly connected to the was sich dort abspielt, hat offensichtlich mit dem Aufstieg Chinas zu tun, das die USA als größte Weltmacht herausfordert. Und das hat mit der Globalisierung zu tun. Turgot hatte recht, als er sagte, dass der Kern des wirtschaftlichen Handelns darin besteht, weniger zu geben, um mehr zu bekommen. Hat man einmal die Essenz wirtschaftlichen Handelns so begriffen, hat man dem Konflikt in seinem Herzen Platz geboten. Denn jeder Akteur eignet sich diese Maxime an. Und damit sind sie nicht miteinander kompatibel. Dass Handelsbeziehungen überaus konfliktgeladen oder sogar grausam sein können, kennt man aus dem Subunternehmerwesen. Dort entsprechen die Beziehungen zwischen den Befehlenden und den Subunternehmern ganz besonders dem Wesen des zeitgenössischen Kapitalismus und können unerhört brutal sein. Gut, die Wirtschaft ist eine Form von Konfliktträchtigkeit. Und die kapitalistische Wirtschaft eine noch stärkere Ausprägung dieser anthropologischen Gewalt. Deren Eigenschaften kann man zwar diskutieren, sie zu leugnen ist jedoch ganz und gar unmöglich. Aber genau das macht der normale Wirtschaftssprachgebrauch, der wiederholt Markt, Markt, Markt. Dabei muss man ausgehen von Kapitalismus, sozialen Beziehungen, Konflikten, Unterordnung etc.
Ökonomische Gründe für Kriege hat es immer gegeben. Und wenn Menschen verzweifelt sind, dann greifen sie eben auch zur Gewalt. Und wenn die industriellen Reservearmeen in den Ländern zu groß werden, ist es nicht ausgeschlossen, dass es zu Auseinandersetzungen kommt. Wir haben in etlichen Regionen Auseinandersetzungen, die ökonomisch begründet sind. Denken wir an Irland beispielsweise, ja, wo die Katholiken und die Evangelischen äußerlich aufeinander losgehen, aber dahinter sind auch unterschiedliche ökonomische Lebensbedingungen. Und selbstverständlich haben wir etwa in Afrika eine industrielle Reservearmee, Menschen, die sehen, was der Konsum bieten kann, die aber zugleich überhaupt keine Perspektive haben, das jemals am eigenen Leibe zu erfahren. Die können sich in Bewegung setzen, die können ja, versuchen, eben sich durchzusetzen. Denken wir an den Gaza-Streifen beispielsweise, wo eine Generation lebt, die nicht weiß, was aus ihr wird, die eigentlich nur in der Gewalt das Ventil sieht, um irgendetwas zu tun, ja, und auch nichts mehr zu verlieren hat. Ja, und die dann entsprechend versuchen, durch Handlungen darauf aufmerksam zu machen, dass die Perspektivlosigkeit besteht. Also schlechte Lebensverhältnisse haben historisch immer schon dazu führen können, dass es kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Wer kein Stück Brot in der Hand hat, greift zum Stein, wenn er hinreichend verzweifelt ist.